Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß manchmal nicht, was ich irre finden soll. Den Wahlsieg von Donald Trump vor 2 Wochen in den USA oder die Reaktionen hier in Europa, in der EU darauf, auch in Deutschland. Da wird jetzt gesagt, wir brauchen eine militärische Supermacht EU, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir bräuchten sogar eine atomare Abschreckung, wie das Kiesewetter letzte Woche gefordert hat. Ich finde das die völlig falsche Reaktion und kann auch überhaupt nicht verstehen, wie mit einem solchen Konzept der drohende Rechtspopulismus in der EU bekämpft werden soll. Stattdessen brauchen wir eine Diskussion über die Gründe dieses Aufstiegs, über die soziale, prekäre Situation vieler Menschen, über die Leiharbeit zum Beispiel in Deutschland, in der Millionen Menschen jetzt arbeiten müssen, über die Unsicherheit, die Renten, die Altersunsicherheit. All das wäre im Mittelpunkt. Und natürlich über die Krisen in der EU. Aber es darf nicht sein, dass die Krisen dadurch überlagert werden, dass wir jetzt zur Supermacht werden in der EU. Wir stehen vor einem entscheidenden Jahr 2017 mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich, mit der kleinen Bundestagswahl in NRW im Mai nächsten Jahres, mit der Bundestagswahl in Deutschland. Das werden Richtungsentscheidungen sein. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland einen sozialen Aufbruch und eine Entspannungspolitik auch auf der internationalen Ebene. Das wären die richtigen Signale und die richtigen Zeichen aus dem Wahlerfolg von Trump in den USA.